Hallo miteinander aus Ägypten, während dem Erin da jetzt ein Happa essen wird. Hat sie das schon gemacht? Hat sie schon Happa gegessen? Oh, tatsächlich, sie hat schon Happa gegessen. Sie geht wieder lesen. Ja, sie liest Bücher immer und immer wieder. Ich glaube, sie braucht mal neue Bücher. Nein, Erin könnte jetzt auch mal schauen, ob sie da auf der Abenteuertafel etwas zu tun hat, während dem der Changiri da immer noch am Duschen ist. Sicher auch irgendetwas Feines zu essen für ihn. Was soll ich nochmal? Was? Granatapfelanbau. Dalida Barakat hat Schwierigkeiten mit seiner letzten Granatapfel. Was? Nein, ich will das sicher. Nein. Machen wir nicht, soll sie halt weiter lesen. Frühstück essen, ja, Snack essen. Dosenduppe Eiscreme. Ja, ja, Brot mit Marmelade da, ja. Ah, keine Frage. Wenn es da schon so feines Zeug gibt. Ägyptische Marmelade. Ich weiß zwar nicht, ist vielleicht sehr fein. Habe ich noch nie gehabt. Kann ich nicht beurteilen. Will jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht wäre oder so. Ganz sicher nicht. So, er geht da zu dem einen Tischli her, geht das Essen. Und die Erin, die könnte mal aufs Klo, würde ich sagen. Weil jetzt ist ja da frei. Hm? Ist das das Klo? Ja, das ist das Klo. Sehr ägyptisch halt. Und ja, ja, dann soll sie auch mal duschen, weil wenn sie schon dran ist. Und vielleicht hat es bis dann ja da eine andere Aufgabe. Ah, da sind zwei am Schlafen. Da sind zwei am Schlafen. Da ist ja... sind alle noch am Schlafen. Alles Langschläfer. Es ist morgen um 10 vor 6 und die sind noch am Schlafen. Was soll denn das? Oh, was ist das da? Hm, sieht man nicht rein? Kann man denn da überhaupt rein? Krabbelige ägyptische Insektenkunde, was? Fange 4 ägyptische Skarabäen. Wo kann man denn die fangen? Ah, einfach überall. Nein, würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt auch nicht. Und... ah, das ist die Gruft der Entdeckung. Ah, das ist da, wo ich drin war. Ist das so hoch? Okay. Ist jetzt doch überraschend. Also, ja, die beiden sehen sich jetzt da wieder einmal und reden miteinander. Das ist super, weil dann kann ich da nämlich Zeit... da kann da draußen Ansicht werden, dann habe ich da Zeit, um da... da sind Pyramiden und in dem Fall wird das wohl da irgendwo realistisch sein, dass ich da so tätig Diamanten finde, Diamanten, tätig türkise Steine finden könnte. Hm? Was ist das? Ausgraben. Jawohl. Gehen wir nochmal buddeln, schauen, was das ist. Sieht interessant aus. Wir schauen, was wir da finden. Ob da türkis Edelstein dabei ist. Hat ja Kaiser gehabt, am Fluss. Aber ich brauche 4 von denen. Hm. Ja, je nachdem wissen die das ja auch. Vielleicht habt ihr das auch selber schon mal gemacht. Könnt man da irgendwelche Tipps geben? Das wird zwar jetzt nicht mehr für das mal lang, aber ich denke auch, wenn wir dann weitere Add-ons installiert, dann werden wir immer wieder einmal verreisen, weil ich meine, Reisen gehört einem gewissen Teil zum Leben dazu. Ich bin jetzt zwar einer, der selber eher weniger reist, also ich komme zwar in die Schweiz schon noch recht rum, bin mal da, mal dort, aber außerhalb von der Schweiz eher selten, also... muss sagen, ich bin noch nie in meinem Leben am Meer gewesen. Ich vermisse es jetzt auch nicht, weil eben, bin ja noch nie gewesen. Und das Weiteste, wo ich bisher von der Schweiz weg gewesen bin, ist glaube an der Gamescom in Köln. Ja, ist die Schwierigkeit von den Kilometern her abschätzen, Österreich bin ich auch schon gewesen, weiß nicht, ob ich dort weiter weg von der Schweizer Grenze gewesen bin. Oh, hat ein Relikt gefunden, im Wert von 263. Ja, wir lassen ihn da mal noch weiter buddeln, während wir da mal schauen, ob es da noch mehr sagt, das ist, da ist auch noch mal irgendwas. Das sammeln. Oh, noch mal ein Relikt gefunden, so wie es aussieht. Ah. Nicht ausblenden, ich will, sondern... ah, da oben, eins weiter. Ja, Wert von 83.
Findest du nochmal ein Relikt? Noch ein bisschen mehr Geld haben nachher. Jawohl, 336, ja, ich würde sagen. Wir lassen ihn da jetzt noch ein bisschen weiter suchen. Ah, er hat schon wieder eins. 200, ja, jetzt sind wir den 30 schon... Ah, jetzt ist fertig. Jetzt haben wir 30 schon fast finanziert mit diesen Relikt. Muss ich den nur noch verkaufen gehen. So, was hat er jetzt da gefunden noch? Metall. Nein, jetzt muss ich nicht immer wieder Gitarre spielen. Oh, da hat es aber hohe Klippen. Was ist das da? Hat es noch mehr zum Sammeln? Sammeln. Und was ist das? Einfach alles einsammeln, was man da findet. Sammeln. Wieder Metall, Kupfer. Aber noch keine türkise Edelsteine. Ich glaube auch nicht, dass man die einfach nur da so an der Küste finden kann. Vor allem nicht da, wo es so viele Bäume hat. Oh, da ist noch das Lager. Was? Das Kupferzeitalter. Finde 13 Kupferstücke. Ja, aber wir haben doch mit dem... Ich würde sagen, das nehmen wir gerade mal an. Und dann sollte Erin doch da einmal da herkommen. Weil ich glaube, der Changiri, der hat fast schon 13 Kupferstück. Und könnte dann... Ja, nicht... Kupfer waren. Ah, zwei Kupferstücke hat er gefangen. Könnte dann der Erin abgeben. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch blind, aber ich sehe da jetzt nichts. Wo da irgendwie glänzen würde, am Weg entlang. Oh, ein schönes Häuschen. Ah, das ist Camp Mount. Ja, auch sehr schön. Aber nicht das, was wir jetzt eigentlich suchen. Oh, ich bin noch am richtigen Ort, bin ich noch. Oh, da jetzt nochmal was. Bitte ausgraben und bitte Erin da herkommen. Hier hingehen. Kommen beide? Ja, es kommen beide. Jetzt nochmal was zum Ausgraben. Null von 13 Kupferstücke. Jetzt sind da im Inventar. Eisen, Rauchquarz. Ja, Changiri kommt auch. Und kann ich jetzt da aus dem Inventar, nachdem er da wieder Ausgrabungen betreibt, das Zeug einfach der Erin geben da? Nö. Schade, das geht scheinbar doch nicht. Dann müssen wir sie selber da suchen lassen. Ah, er ist ein Relikt ausgraben. Ja, das heisst, es wird noch schwierig werden da. Haben wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt, da 13 Kupferstück. Hm. Aber wenn wir das da nicht der Erin einfach übergehen können. Da hat es doch irgendwas. Was ist das? Ausgraben. Kannst auch du einmal kaputt, jetzt sind beide. Was? Wie geht? Changiri hat Müll gefunden. Wie bitte? Ja, aufräumen, nö. Könnt ihr sicher nicht noch Ägypten aufräumen. Hat wieder ein Relikt gefunden. Und da oben sind doch irgendwo so die Pyramiden gesehen.
aber ich glaube, in der Pyramide ist das schon nicht gemeint. Sondern es ist auch schon gemeint, dass es bei der Pyramide irgendwo die türkise Steine finden würde. Aber es sieht momentan nicht danach aus, als würde ich die finden. Ja, beim Fluss sind wir ja eigentlich, aber wir haben also ziemlich jetzt schon alles ausbuddelt, wo man ausbuddeln kann. Zum Basiscamp gehen. Ah, da hat auch keinen Bock mehr. Ja, ich würde sagen, die Aufgabe. Was ist das? Mal da noch sammeln. Vielleicht muss ich näher her. Vielleicht sehe ich das gar nicht, wenn ich so weit weg bin. Weil das habe ich jetzt auch nur gefunden, wo ich recht noch reingezoomt habe. Da ist nämlich auch noch mal etwas. Ah, das ist ein Käfer. Fangen. Ah, das wären jetzt vermutlich die Skarabäus-Käfer, oder wie? Es ist doch immer so, man findet Zeug, wo man gar nicht braucht, aber das, was man braucht, das findet man nicht. Und es tut mir auch recht leid, wenn ihr jetzt da relativ stupid gesehen, wenn ich da über den Sand hinweg fetze. Aber das ist Bestandteil vom Spiel. Und wenn das Spiel mir jetzt da die Aufgabe gibt, ich muss da am Strand irgendwo so die türkisen Steine finden. Dann suchen wir die doch da am Strand. Aber es sieht nicht so aus, als hätte es da irgendwo auch nur ansatzweise so Steine. Und da sowieso nicht. Oh, sind wir im Wasser drinnen. Ein bisschen wegzoomen. Da sind wir doch schon überall gewesen. Was ist das? Ja, ein Edelstein. Quarz aber. Gehen wir vielleicht doch mal noch zu den Pyramiden rauf, wo sind die gewesen? Ist das da? Da vielleicht noch irgendetwas? Nein, das ist nichts. Noch ein bisschen wegzoomen zu den Pyramiden. Da nochmal herzoomen. Darf mal noch in so eine Pyramide reingehen schauen. Ach komm, wir gehen jetzt auch mal in die Pyramide. Nein, changiert, du musst nicht schon wieder Gitarre spielen, sondern du solltest jetzt auch mal das untersuchen, da bitte schön. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ist wieder Zeit für einen kleinen Cut. Wir gehen das nächste Mal die Pyramide anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen gegen oben da oder einen Kommentar natürlich auch sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.